Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Alien Isolation, weil ich gerade sagen, verdammt mich doch mal, Assassin's Creed Rogue. Und ich hatte gerade übelst auch ein Problem, das wollte irgendwie nicht, das Roxy Cane Capture geht glaube ich langsam in Arsch und das ist total nervtötend in der Art und Weise. Hat erst die ganze Zeit irgendwie nichts mehr gemacht, dann doch wieder, und dann hat sie wieder aufgehört, dann hat er sich aufgehangen im Bildschirm und hast nicht gesehen. Und wäre super, wenn ihr ein bisschen leiser machen könnt, den Fernseher. Danke. Und das Neue ist schon bestellt. Damit kann ich sogar, also der Nachfolger von dem, den ich jetzt hier habe von Roxio, ist bestellt. Dauert eine Weile, dafür kann ich dann aber auch Xbox One aufnehmen. Let's Plays. Da freue ich mich auch schon drauf. Und bevor wir jetzt hier weiter in Grenz-TB die ganze durch die Gegend klicken. Skyline. Hinweis, nutzen Sie die Animus-Reisegeschwindigkeit, um große Entfernungen schneller zu überbrücken. Ich überbrücke auch immer ganz gerne Wasser. Ich sehe gar nichts. Ui. Super. Das ist schön. Hier gefällt es mir doch. Können wir eigentlich auf... Wir können auf die Hügel nicht zugreifen. Die Hügel hauen von uns ab. So, was nun? Oh, da speichert er. Wir haben auch schon so viel geschafft heute. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Das hat er irgendwie nicht gesagt, als wir das letzte Mal geguckt haben. Des Weiteren haben wir auch nicht hier aufgehört. So. Hier ist noch irgendwo was. Auch gleich mit. Wir haben letztens woanders aufgehört. Des Weiteren habe ich die letzte Folge, habe ich die 7,5. Folge gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil, ja, das war wirklich blöd geschnitten. Das wäre nicht mal eine halbe Folge. Ich habe keinen Plan, was ich mache. Ja, versuchen einfach nur vor diesen Leuten abzauen, dass sie uns nicht hören, nicht sehen. Das erste, was wir machen, ist, uns von solchen Leuten hier entdecken zu lassen. Weg. Deswegen habe ich auch A gedrückt, damit er ihn als menschliches Schild benutzt. Das einzige, was er nicht gemacht hat, ist ihn als menschliches Schild benutzt zu haben. Das ist schon mal sehr gut. Die Steuerung funktioniert hier immer wieder einwandfrei. Ja, manchmal ist die Steuerung echt für den Arsch, ey. Hoch hier! So. Und tschüss. Das nehmen wir noch mit, egal was er dabei hat. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Und stampfen mal gepflegt runter. Jump. Jump. Ja, genau. Okay, wir wollen Washington ansprechen. Oh, meine Katze ist wieder im Hintergrund am Jammern. Coach. Coach. Die ist am Jammern. Coach. Was ist das denn? Sammelobjekte, arrangierte Hochzeit, okay, was auch immer. Sieh zum ersten Mal. Das ist ein wunderschöner Adler. Da können wir synchronisieren. Synchronisieren. Dieser Ort ist schön. Dieser Ort ist gut. Aber er ist nicht schön. Kater, was machst du da? Ja, okay. Okay, Adlauge. Voll daneben. Ich muss zuerst zu Washington.
Anschließend kommen die Artefakte. Welche Artefakte? Mit Ärger gerechnet? Ich weiß nicht. Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Der Captain ordnete mehr Männer. Was ist so besonders an dem Fest? Ist er nicht sehr rein? Er mischt auch in der Politik. So, wir haben jetzt auch erwischt. Sollen wir schön herkommen, die kleine Kanalrade hier. Wir müssen entschuldigen, Verboy ist wieder im Hintergrund am Sterben. Die stirbt hier regelmäßig eigentlich bei uns. Ja. Weil wir ihnen nie was zu fressen geben. Ihr kommt hier halt nie was. Kriegt nie zu essen. Ist immer am Verhungern. Und so. Ihr führt ein sehr trauriges Leben halt. Aber ist mir doch egal. Ich kümmere mich doch nicht um meine Katzen. Was bescheuert ist. Wir sind jetzt erstmal. Okay, man hat die Tür zugemacht. So, warum werden wir eigentlich direkt als böse erachtet? Hier sind 5000 Leute und wir werden direkt angegriffen oder was? Das ist doch wieder so sinnbefreit, ey. Es ist schon wieder so unnötig. So. Reicht nicht. Direkt in den Schädel rein. Boom, der ist wieder aufgestanden und direkt kassiert. Golden Police. Aber wo ist Batman? Ah, da haben wir doch was. Bruder, gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Hat er Kiwis auf den Augen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. In dem Sinne, egal. Was ist das denn schon wieder für ein Zeichen? Was ist das denn da oben jetzt schon wieder? Das nehmen wir direkt mal mit. Ruhestand 1. Einkünfte an Geld und Rohstoffen. Okay, interessant. Bleiben mal sammeln, wie viele Feuerwerke haben die denn, bitteschön. So. Der sterbende Mann greift auch mit ein. Steckt mich da oben hin. Super. So geht das auch. Unnötig. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Racherhusten. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Das Markt wird immer größer und kleiner, seht ihr das? Ich danke euch.
dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Rauchbomben, wie sie Rauchbomben, bla. Gott verdammt, ich muss eilen. Ich muss die Morrigan erreichen. Liam, ich hoffe, du bist mit dem Schiff. Ich hoffe es auch. Aua. Der hat eine Grätsche gemacht. Fußball oder was? Lass mich mal durch. Kein Bock jetzt mit euch. Ist das ein Schiffsmörder? Das gehört dich nicht. Anstatt dass er auf... Nein! Bloß nicht! Anstatt dass er auf die Steine drauf springt. Nein, wir springen ins Wasser. Das ist viel angenehmer. Okay. Suchen wir den unnötigsten Weg ever. Ja, kann ich jetzt? Danke. Und Gas geben. Gib Gas, sie werden voll erwischt. Was denn? Willst du mich verarschen? Jetzt gib Gas, Junge. Ich habe ja keinen Plan. Warum? Da fickt euch ins Knie, ihr Schweine, dreckigen, was auch immer, war ja nichts für, lass mal Gas geben, oh Gott, ich bin jede Tropfen ohne Ende. Wir schlagen hier ein paar Haken. Nein, wir sind direkt in den Schussfeuer reingerast, ey. Anonym werden, ich versuch's doch. Oh, fuck, Alter. Scheiße. Ey, der sieht ganz woanders hin und trifft mich. Die Schulette. Alter, kannst du jetzt mal bitte in die Richtung fahren, die ich dir sage? Vielen Dank und schönen Day noch. Rum! Dammt nochmal, diese Steuerung manchmal bei Assassin's Creed ist echt zum Heulen. Kann ja nichts für. Gib ja schon Gas. Nehme ich jetzt in Ruhe. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. So. Was denn jetzt nun? Habe ich es geschafft? Ja. Und wir werden nicht mehr verfolgt. Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Freut euch, Shane. Selten konnten wir die Templer in solch Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Okay, wir haben es geschafft. Oh, okay. Super. Naja, Pepe. Jo, mach ich. Glückliche Zeit. So, endlich sehen wir unsere Figur wieder, die total... Aktion abgeschlossen. Uplay. Uplay abgeschlossen? Wir sind Uplay. Ich bin kein Uplay. Was zum Fick ist Uplay? Mein Gott, guck dir mal die Figur an. Das sieht aus wie eine Figur. Einfach nur so eine Hinstellfigur. Hätten sich ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate.
Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf?